Ich bin hier draußen im Park heute. Ist geiles Wetter. Deswegen bin ich nicht allein hier. Ich habe den Fatih dabei. Servus. Ihr kennt ihn wahrscheinlich noch von Die Deutschen Meister. Da war er mein Gegner an der Wall. Ja, wie ihr da gesehen habt, ist er auch sehr gut, was Wallflips und Backflips allgemein angeht. Deswegen ist er heute dabei. Wir machen heute ein Tutorial, wie ihr euch hochschmeißen könnt und der andere macht einen Backflip. Also ein Partner-Move. Einer schmeißt den anderen hoch und der macht einen Backflip. Der geworfene Backflip ist eine geile Vorübung für den Wallflip, weil die Bewegung relativ ähnlich ist. Ihr seid mit einem Bein hoch und stoßt euch ab und dreht dann den Backflip. Eigentlich fast die gleiche Bewegung wie beim Wallflip. Also wenn ihr den Wallflip schon könnt, ist der Move auf jeden Fall richtig einfach für euch. Bei dem Move ist es extrem wichtig, dass ihr eurem Partner vertraut und dass ihr richtig aufeinander eingespielt seid und beide die Technik können. Wenn einer die Technik verkackt, dann seid ihr richtig am Arsch, wenn ihr der Geworfene seid. Dann passiert es nämlich leicht, dass ihr irgendwie auf dem Kopf landet oder auf dem Bauch, wenn ihr nicht richtig rumkommt. Mir ist es selber schon mal passiert, dass jemand einfach die Hände locker gelassen hat. Ich wollte mich rausdrücken, habe keinen Druck gehabt und bin auf dem Bauch gelandet. Deswegen sucht euch einen Kumpel, mit dem ihr trainiert, dem ihr auf jeden Fall vertraut und dem ihr auch nicht so böse seid, wenn ihr euch mal fallen lässt. Als erstes erkläre ich euch die Technik für denjenigen, der wirft. Wichtig dabei ist, dass ihr die Hände richtig schön verschränkt, Finger fest zusammendrücken, als wenn ihr jemanden eine Räuberleiter gebt. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ihr hier locker lasst, die Hände auseinander gehen und der andere sich nicht wegdrücken kann. Dann kann er sich nicht richtig drehen und landet auf dem Kopf. Und wenn ihr das mit den Händen richtig könnt, dass ihr die fest zusammen habt, ist es wichtig, dass ihr den anderen auch richtig nach oben werft. Dazu müsst ihr euch schön ungefähr doppelte Schulterbreite oder anderthalbfache Schulterbreite die Füße auseinander hinstellen, ein bisschen in die Knie gehen, Hände hier zusammen, der andere tut seinen Fuß mit der Fußfläche auf eure Hände. Dann geht ihr runter, holt Schwung und schmeißt den anderen hoch. Dabei müsst ihr die Hände schön gerade nach oben nehmen, damit der andere auch nach oben fliegt und nicht nach hinten. Und wichtig ist außerdem, dass ihr euren Kopf schön nach hinten nehmt, damit ihr nicht den Fuß vom anderen ins Gesicht bekommt. Wenn derjenige, der wirft, die Technik richtig drauf hat, dann könnt ihr jetzt zusammen üben. Das Wichtigste ist, dass ihr das richtige Timing habt, dass ihr auch zusammen harmoniert. Deswegen übt erstmal, dass derjenige, der wirft, die Haltung einnimmt, der andere tut seinen Fuß in die Hände und dann wippt ihr gleichzeitig. Geht gleichzeitig runter und wieder hoch. Und eins und zwei und drei und vier. Also wenn das mit dem gleichzeitig Wippen jetzt schon hinhaut, dann könnt ihr versuchen, aus dem Wippen heraus nach oben zu springen. Also der eine schmeißt den anderen und der andere springt nach oben raus. Einfach nur gerade nach oben ohne Salto. Wenn ihr das mit dem Wippen und gerade nach oben schmeißen richtig gut könnt und ihr richtig schön nach oben kommt, dann könnt ihr jetzt versuchen, den Salto zu machen aus der Bewegung. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, drei. Bei dem Salto ist es genau wie beim Wallflip. Ihr drückt euch erstmal mit dem einen Fuß richtig schön nach oben, probiert noch nach vorne zu gucken und nicht gleich den Kopf nach hinten reinzuziehen. Und dann, wenn ihr oben seid, dreht ihr euch rein. Wenn ihr den Backflip noch nicht könnt, müsst ihr euch hier erstmal das Backflip-Tutorial angucken und den Backflip ein bisschen üben. Der ist auf jeden Fall eine wichtige Grundlage für den geworfenen Backflip. Ihr müsst auf jeden Fall sicher die Drehung nach hinten schon können. Denkt beim Backflip machen dran an den Wallflip. Die Bewegung ist ähnlich, nur dass ihr euch nicht von der Wall abdrückt, sondern von den Händen des anderen. Deswegen muss der Druck mehr nach unten gehen und nicht so nach vorne gegen die Wand, also beziehungsweise gegen den anderen, sondern schön nach unten, dass ihr auf die Hände von dem anderen drückt und euch da rausdrückt. Das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt uns einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr Tutorials sehen wollt, wo ihr mit Kumpels zusammen trainiert, also irgendwelche Partner-Moves oder so, schreibt das in die Kommentare. Ja, wenn ihr sonst noch Fragen dazu habt, schreibt das auch in die Kommentare. Ich versuche das so schnell wie möglich zu beantworten. Ja, ansonsten abonniert den Kanal und viel Spaß beim Trainieren.